denselben Namen. Der erste FCM steckt wieder in einer finanziellen Krise. Der Klassenerhalt ist gefährdet, ein Verein kämpft um seine Lizenz. Und die Fans? Nun, wieder einmal stehen die Fans wie ein Mann hinter ihrem Verein und kämpfen für seine Rettung. Wieder einmal steht dem FCM das Wasser bis zum Hals und wieder einmal sind sie es, die Fans, die ihr Letztes geben. 10.000 Dauerkarten à 60 Euro bis zur nächsten Saison, sonst ade blau-weiß, die meisten verständlicherweise stinksauer. Da ist wohl was schief gelaufen vor Jahren, nehme ich an. Und das sind die Endfolgen. Ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Ja, und da müssen auch einige Rückzieher machen mit den Eltern, also so kann das nicht weitergehen. Also in Zukunft, muss ich sagen, sollte man von der Vereinsführung und vom Verwaltungsrat, und da bin ich der festen Meinung, dass die schon auf dem richtigen Weg sind, die Zügel fest in die Hand nehmen. Man sollte sehen, dass die geschäftlichen, die wirtschaftlichen Dinge in positive Bahnen laufen. In der Ausweglosigkeit suchte man am Samstag kirchlichen Beistand im Dom. 2000 Anhänger samt Trainer waren gekommen, um symbolisch eine Kerze anzuzünden. Viele von ihnen waren wohl das erste Mal in der Kirche. Doch was tut man nicht alles, damit der Verein gerettet wird? Die Fans haben gefragt, ob sie hierher kommen können, um Kerzen der Hoffnung anzuzünden. Und ich denke, wenn Menschen einer Hoffnung Ausdruck geben wollen, dann sollte die Kirche auch für sie da sein. Der Hintergrund, den Regionalligisten plagen Verbindlichkeiten von rund 4 Millionen Euro, für die bis übermorgen Bürgschaften hinterlegt werden müssen. Sonst gibt es keine Lizenz und das hieße Abstieg in die Landesklasse. Mit der Aktion 10.000 Dauerkarten wollen die Fans vorangehen, in der Hoffnung, dass ihnen Banken und Sponsoren folgen, doch die Chancen stehen schlecht. Es steht 5 vor 12 für den Club und diejenigen, die verantwortlich sind für die Misere, sind weit, weit weg. Sollte doch noch einmal alles gut gehen, verspricht zumindest die Mannschaft Wiedergutmachung. Wir werden deshalb, wenn das Glück, trotz alledem nicht jedes Spiel gewinnen. Aber ich werde sie ab und an daran erinnern, dass sie vielen Leuten etwas schuldig sind. Am Ende bleibt nur die Einigkeit des Volkes und wenn es sein muss, gehen wir wieder auf die Straße, sprach's und tat's am Wochenende. Schon heute Abend könnte, so Präsident Trümper, eine Entscheidung über sein oder nicht sein des FCM fallen. Kommentarlos, oder? Ich gebe ab an die Kurznachricht.